erstmal den Startspieler ermitteln. Die Karten werden immer weniger. Und dann müssen wir von vorne anfangen oder die Zuschauer müssen uns neue Karten Genau. zuschicken. Da könnt ihr ja so Sachen draufschreiben, Startspieler wird und könnt uns einfach einen Vorschlag machen. So, Startspieler ist, wer die meisten Sechsen in seiner Telefonnummer hat. Zwei. Das sind schon ganz schön viele. Ich habe Aber jetzt noch. was zählt denn überhaupt? Ach Fest ja, nicht. nimm jetzt einfach die, wo ich zwei Wo du die habe. meisten. Erfolgreicher Wie Startspieler. sieht's denn bei euch aus? Wir müssen ja auch den zweiten und den dritten. Ah ne, das geht hier rein oben bei dem Spiel. Ja, das geht rein. Also ich Ich muss nach oben, hätte eine. dann bist du der zweite. So, und jetzt krieg ich Hast du gar keine? doch in sowohl als auch. Ah, okay. Aber ich komme nicht an zwei ab. Also, Ich hab nur eine in der Festplatte. und ich hatte schon also Sorge, ich es wird bekomme gefühlt einen 4 von 6 auf dem Arbeiterchip. Zeugnis. Dann hätten wir Ja. gucken müssen, bitte. Ich kriege einen Arbeiterchip, du kriegst 2, Jörg kriegt 3. Sehr gut. Bei deinem Würfelglück Ja, brauchst du bei meinem Augen. Würfel brauche ich viele So, und Arbeiter. jetzt kriegen wir noch jeder zwei Warenplättchen, soweit ich weiß. Ich guck mal Egal eben. welche. Drei, Entschuldigung, drei Drei Waren. jeder. Ich muss das bestimmt platzieren, bevor ich würfle, Ja, ich bleibe in der Mitte. Das ist, hat sich bisher ganz gut bewährt. ne? Ja, du hast ja auch verschiedene Farben, die du dann bedienen kannst. Wenn ich in So, der wenn ihr Mitte welche mit der bleibe, gleichen Farbe habt, so wie ich, hab dann genau dürft ihr die eins. stapeln, ne? So jetzt, weil wir alle unsere Burg platziert haben, ist das ein Einergebiet, das wir zumachen in der ersten Runde. Wir kommen also alle auf 11 Punkte. Wir können die auch weglassen, dann Ja. verwirren wir uns nicht und dann ist das So. Spielplan auch nicht so. Alles einer Farbe auf einen. So, und das heißt, jetzt würfeln wir alle gemeinsam. Aber jetzt habe ich einen Pasch gewürfelt. Ich mal nicht. Und dafür geht das hier jetzt auf die 6. 4, 5, 6. Ja. Dann ist das abgewirtschaftet. Und dann muss ich mit einem Zweierpasch was machen. Machst du jetzt beide Ich mache Würfel beide direkt Würfel hintereinander? gleichzeitig. Okay. Und wir können schon mal überlegen. Den zweiten. Aber Volk Ja. hat ja noch einen Ach so, Arbeiter. in einer Stadt dürfen nicht zwei gleiche Genau, Gebäude sein. Das stimmt. hatte ich vergessen. Das wollte ich vorhin noch ergänzen. Vergessen wir Ja, immer, ne, wenn wir vergessen wir das. immer. Genau. Ja, genau. Also ich nehme Also das jetzt. heißt, in einem farbigen Gebiet dürfen, in einem gleichfarbigen Gebiet, das ist eine Stadt, dürfen nicht zwei gleiche Plättchen. Es sei denn, man hat eine Technologie dafür. Es Ja, gibt genau, da eine gibt es irgendwas, genau. Technologie dafür. Und mich blendet das so, dass ich mich hier so ein bisschen verbiegen muss. Aber haben Erst wir jetzt schon gibt's. so tolle Beleuchtung. Ja. Und jetzt noch die andere Kamera zum Laufen kriegen. Also Prima. ich fange einfach an, ich nehme mir mit. Demnächst wird das Bild schärfer. Du Ihr werdet es versprich nicht nicht zu viel. glauben. Doch, doch, das klappt schon. Also mit der 2 nehme ich mir die Kirche und mit der anderen 2 platziere ich die hier hin. Zum Glück nicht das Bild von uns, sondern vom Spiel. Die sind ja schon so scharf. Ja. So, und jetzt dürfen wir, darf ich mir einen grauen, Wie einen schäbig gelben so oder ist einen es? grünen nehmen vom Spielplan? Ich würde sagen, ich nehme mir einen. Ihr habt alle keine zwei gewürfelt mehr, dann ist egal. Dann nehme ich mir den grünen. Nee, macht ja keinen Sinn. Ich habe gar nichts Grünes in der Nähe. Ich nehme mir einen grauen. Ich Also du musst die das jetzt hier. quasi, Ja, solange du die ja. benutzt, Achso, hier ich dachte, hinlegen. ich hätte sie. Ich würde sie da reinlegen, wenn ich sie benutze. Okay, dann lege ich sie da hin. Ich kann leider nicht den Zug machen, dass ich beide, dass ich den einen nehme und dann gleich lege. Du kannst ja mit deinen Arbeitern auch arbeiten, ne? Ja, aber auch das findet nicht statt. Ne, die 4 müsste ich viel zu viele rauswerfen. Das Symbol, Ja, dann musst du wofür immer. bekomme ich, für Warenplättchen, Ja, die. gib mir mal eben einfach die Nummer, die da drauf ist. Oh Gott, Das ist 26. hier ganz gut gemacht. Wer dieses Plättchen sein Fürstentum platziert hat, erhält am Spielende 2 Siegpunkte für jedes eigene Bonuskärtchen, egal ob groß oder klein. Also diese hier, die du hier Okay, hast. dann würde ich sagen, ich reduziere die 3 auf eine 2 und nehme mir das. Und dann nehme ich die 4 und platziere es direkt neben meine Burg. So, Dafür das. bekomme ich nichts, weil es nur am Ende Punkte bringt. Ja, Genau. Da kriegst du 3 Punkte für jede Warensorte, die du verkauft hast im Spiel, wenn du das hast. Wann bekomme ich die nochmal? Du musst 2 Silber haben, um die zu kaufen. Ach, das war mit 2 Silber, Schlösser steht da auch. darf ich auch nur platzieren. Immer nur benachbart. Immer nur benachbart, genau. Ja, okay. Da muss ich schon Du gleich musst gleich mit mein. Forschung beginnen, ja? Ist ja ein seltsamer Plan, den du Ja, hast. genau. Ich muss mit Forschung beginnen und muss dann.
Jetzt hat der André mir die Forschung weggenommen, die ich eigentlich fast haben wollte. Aber egal. Ich habe eine 5, mit, muss ich, eine 4, die muss ich mit dem Arbeiter schon zu einer 5 machen, weil ich dieses Plättchen gern hätte oder auch nicht. Und mit der 3 platziere ich das dann auch gleich und bekomme gleich 4 Siegpunkte. Genau. Und nee, da brauchen wir nicht 4 Siegpunkte. Da kriegst du am Ende 4 Siegpunkte. Achso, Entschuldigung. Stimmt, das ist ja eine. Das ist ja kein Turm, sondern das ist ein Siegpunktverstärker. So, das ist jetzt schon, jetzt kommen wir schon im zweiten Zug. Ja. So. Überraschend. Ja. Also das heißt, das kommt in die 3. Und ich muss jetzt gucken. Das Spiel mit Würfeln, das klappt mir gar nichts. Ja, ich möchte mit der 4 und einem Arbeiter eine 3 machen und platziere eine Mine hierhin. Dafür kriege ich nicht direkt was, aber ich habe ein graues Gebiet fertig gemacht, also kriege ich 11 Punkte. Und mit der 2 verkaufe ich die lila Waren. Das sind 2 Stück, also kriege ich dafür 6 Punkte. Und einen Silberling. Und weil ich dann 2 Silberlinge habe, gebe ich die aus. Und hole mir diesen. Den kann ich überhaupt nicht platzieren. Forschung ist bei mir ganz an den Rand gedrängt. Ich glaube, ich hole mir lieber diese Bank. Bekommst du jetzt auch das große, weil du einen grauen zugemacht hast? Nee, das bin ich alle 3 kaufen. Also doch alle. Also ja, meine Frage war, ob es sich auf eine Dreierreihe bezieht. Ach so, nee. Das ist nur für die Wertung. Genau. Ja. Aber das kriegt man nur, wenn man alle auf seinem Plan findet. Und die sind bei allen immer gleich viel. Ja. So, das war mein Zug. Ich hatte Zeit genug und weiß trotzdem überhaupt nicht, was ich möchte. Macht es irgendwie Sinn, die hellgrünen Plättchen zu nehmen mit unterschiedlichen Tieren? Wie kriege ich... Ja, nur nicht auf einer Weide. Man kriegt auch Punkte, ne? Besser als nichts, um eine Weide jetzt schnell vollzukriegen. Das kommen ja später noch andere Tiere. Also aber die müssen, also wenn ich jetzt hier 3 unterschiedliche habe und hier nochmal eine Verbindung herstellen will, egal. Dann kriege ich die Punkte dafür. Die müssen auf einer Wiese sein. Okay, das heißt, das hilft mir. Ich denke, die vermehren sich besser, wenn du die gleichen Tiere auf eine Wiese machst. Ich weiß nicht, ob wir bei YouTube solche Videos machen dürfen, die sowas erklären. Wir erklären es ja nicht, wir erwähnen es ja nur. Genau, könnt ihr nachschlagen. Genau. Warum sich Tiere besser vermehren, wenn sie gleiche Tiere sind. Von einer Art sozusagen. Außer Maultiere, da geht das nicht. Und aber klug. Jetzt wollte ich ganz klug scheißen, genau. Wenn ich mich heute schon nicht konzentrieren kann, wenn mir da mal was einfällt. Hierfür bekäme ich quasi 4 Punkte, ja. Weil da 4, genau, 4 Kühe drauf genau. Sind. Ja, ich muss ja irgendwas machen. Dann nehme ich für die 6 einfach mal die Rinder. Ich kann sie nicht anlegen. Ich habe keine 4 und ich kriege die Zahl auch nicht weit genug runter. Das kann ich auch nicht legen. Ich bin wirklich so ein bisschen. Ich nehme jetzt einfach mal mit der 4 das. Du machst also in Tiere. Ich mach in Tiere. Okay, dann bist du dran. Ja, Halleluja. Da komme ich überhaupt noch nicht hin. Das ist wirklich. Wir haben übrigens die Reihenfolge genau falsch rum angezeigt. Ne? Ja. Das muss ja oben sein. Nach unten. Ach, guck mal. Ja, im Moment ist das noch so, genau. Okay, dann nehme ich mit der 1. Das habe ich groß gesprochen, bevor ich kann. Ach ja, Moment, ich mache das so. Also, ich nehme mit der 1, die ich zu einer
2 mache mit einem Arbeiter das Schloss. Und mit der 5, die ich zu einer 6 mache, platziere ich das Schloss. Das ist eine Gratiszahl. Jetzt habe ich eine beliebige Gratiszahl, genau. Und dann nehme ich bitte, da hinten gibt es ein Schiff. Und zwar auf der 3? Nee, auf der. Gib mir das Einsatzschiff, bitte. Das. Ja. Dankeschön. Da sind wir durch. Schon, genau. Runde 3. Ich bin mir gerade überhaupt nicht klar, ob das hier eine Taktik ist oder nicht. Ich der geht auf die 1. Ja, so, jetzt habe ich eine. Ich kann aber weiter mehr. Ja. Ich platziere mit der 1 die Bank. Dann kriege ich 2 Silberlinge. Ich kann irgendwann in meinem Zug damit kaufen. Das heißt, ich werde mir jetzt für die 2 Silberlinge diesen. Die Wohnhäuser kaufen direkt und die kann ich dann mit einer 4 platzieren. Ja, das läuft aber auch. Bei mir läuft es genau und dann kriege ich 4 Arbeiter. Kannst du mir noch 3 geben? Gut, dann murkse ich mal weiter rum. Mit der 1 nehme ich mir jetzt einfach mal den. Und ich setze einen Arbeiter ein, der könnte ich jetzt sogar 2 draus machen. Den kann ich noch nicht, das ist aber auch egal, weil ich brauche den als eine 2 und ich hole mir 4 Rinder hier mal so mitten. Dann kriegst du sofort 4 Siegpunkte. Jo, okay. Das war's. So, ich hatte auch einen sehr schlauen Plan. Und zwar kann ich mit der 6. Ja, mit der 6. diese Wareplättchen verkaufen. Ja, dann kriegst du 6 Siegpunkte. 6 Siegpunkte. Wenn die legst du umgedreht hier hin. Entschuldigung, genau, stimmt. Die geben mir am Ende noch mal was, ne? Je nachdem, wenn die Trainbonus. Weil ich jetzt schwarz, ich bin blau. So, 6 Siegpunkte. Und du kriegst einen Silberling. Einen Silberling, den ich dann gleich reinvestiere. Und dafür hole ich mir. Was war das noch? 3 Siegpunkte pro. Pro Warensorte, die du verkauft hast. Okay. Und das ist ein Würfel aufgeben, 4 Arbeiter. Genau. Das andere ist ein mehr Schiff. Arbeiter. Und das ist nochmal, ich kann nochmal Warenplättchen verkaufen. Genau, wenn du das brauchst, kannst du Warenplättchen verkaufen. Okay. Das müsste ich dann, oder das kann ich noch gar nicht. Ja, okay, dann kaufe ich mir das Schiff. Ich kaufe das Schiff. So, und dann platziere ich mit der 1 ein Schiff. Und kann dann. Erstmal gehst du da nach vorne. Genau, ich gehe da nach vorne. Und du darfst eins von den 3 Kästchen leerräumen. Genau, dann nehme ich natürlich am besten das Rote, ne? Das Rote und es mir Siegpunkte bringt. Genau. So, dann ist die Runde fertig. Ich werde Startspieler. Unverschämt. Und so, das Warenplättchen geht auf die 4. Soll ich mal? Oder geht das bei dir? Das geht. So, und dann habe ich eine 1 und eine 4. Aber keine Arbeiter, das ist Mist. Das ist Mist. Kann ich auch irgendwie nichts mehr zu holen da, ne? Denn. Ja, das ist auch. So, eine 1. Eine 1 gibt es die Wagen, da könnte ich mir noch ein anderes Plättchen holen. Was es nicht gibt, ist eine Mine, die wichtig wäre. Zu wenig Minen im ersten Durchgang. Die 4. Toll, noch ein Schiff. Kann hier ein Schiff machen. Ja.
Aber ich muss das anders, oder ich möchte das anders machen. Ich gebe einen Würfel auf und erhalte dann zwei Arbeiter. Ne? Haben wir welche da? Das ist wenig. So, zwei Arbeiter, von denen ich einen gleich liegen lasse. Ich mache aus der 1 2 und setze dann noch ein Schiff und bekomme damit dann. Erstmal gehst du wieder einen nach Entschuldigung. vorne. Darfst du irgendeine Darf mir Farbware auch wieder aussuchen? eine Farbe aussuchen. 1, 3, 5. Ja. Blau könnte noch eine kommen. Ja, ist die Frage, wo kommt die hin? Aber du hast recht. So. So, und dann hast du ein Zweiergebiet fertig gemacht. Ein Genau. Zweiergebiet gibt 3 plus die Runde sind 13. Ja. Dann bist du bei 19. 19. Okay. Ach, du hast Entschuldigung. nicht hier auch ein Gebiet voll Oh gemacht? ja, kriege ich Nummer 11. Entschuldigung. Ich wundere mich nur, dass du, 30. die 11 sind mir klar, aber du hast doch auch nur zwei Waren verkauft. Was? Du hast doch auch nur zwei Waren Ja. gekauft und ein Gebiet voll Ich gemacht. hatte drei Arbeiter Ach liegen. nee, du hast ja ein Zweiergebiet voll gemacht, also Genau, ich passt habe alles. zwei Gebiete voll gemacht. So, jetzt. Du hast nur ein Gebiet voll gemacht. Aber gleich machst du einen Vierer voll. Wäre schön. Ja, ich hoffe, das klappt nicht. Aber das ist mit meinen, da muss ich alle meine Arbeiter wieder verballern. Das wären viele. Und du hättest ja die ganze Zeit schon überlegen können. Oder der andere weiß, was er gleich macht. Weißt du, hier ist eine 5 drauf, hier ist eine 5 drauf. Ja, auch so viele Fünfer. Da liegt nur eine Fünf. Ich nehme mit der 1 den hier und mit der 2 mache ich eine 3 raus und nehme mir noch so ein Schäfchen. Gut. Ich setze die 6 ein, indem ich hier noch das Feld einsetze. Mit der 3 verkaufe ich diese Ware. Das heißt, ich bekomme dafür 3 Punkte. Ein Silber, das Silber setze ich wieder ein. Und so, dafür bekäme ich jetzt nochmal 3 Pro Siegpunkte Waren pro. und Sorte, die du am Schluss verkauft hast. Und das Wenn du einen bedeutet Würfel aufgibst, kriegst du sechs Arbeiter. Quatsch, vier vier Arbeiter. Arbeiter. Für sechs war der jetzt Würfel auf dem Bild. Dann nehme ich die Siegpunkte. Dann bin ich schon wieder durch. Gut, dann letzter Durchgang in einer letzten Runde diesen Durchgang so rum. So, das Wagenplättchen Das kommt wieder nicht. auf die 1. Natürlich habe ich keine 1. Fast überhaupt ja nichts. So, was haben wir denn noch? Wir haben auf der 1 nichts mehr, auf der 2 nichts mehr, auf der 3 haben wir noch ein Schiff und ein Rathaus. Das ist ein Rathaus, ja, ne? Das ist ein Rathaus, ja. Genau. Rathaus macht nur Sinn, wenn du schon irgendwas hast zu platzieren. Ja, es macht vielleicht aber auch Sinn, es einfach zu Es nehmen. zu nehmen ist okay, aber noch Ja, nicht zu spielen. genau. Ja, spielen, genau. Spielen könnte ich es auch gar nicht. So, das sind die Optionen, die ich gerade habe, weil ich habe auch einen Arbeiter, aber so richtig viel hilft das nicht. Dann nehme ich. Tja. Ich nehme mit der 3 das Rathaus, bitte. Dann habe ich eine 2, die ich auch maximal zu einer 3 oder einer 1 machen kann. Das hilft mir alles nicht. Ja, ich könnte den Würfel aufgeben und mir Arbeiter besorgen. Eine gute Vorbereitung für die nächste Runde, aber das Ja, ist natürlich. genau. Also ich, ja, ansonsten gebe ich nur meinen Arbeiter aus und dann. Ich hole mir erstmal zwei Arbeiter. So, alles klar.
Ich muss das jetzt voll machen. Das kostet mir so viele Punkte. Also ich mache aus der 3 mit 2 Arbeitern eine 5. Platziere den hier. Dann darf ich erstmal, weil ich den platziere, mir einen blauen oder grünen nehmen. Dann nehme ich mir, was hast du da, eine 1 und eine 5? Ich nehme erst die 3. Okay. Und du hast ein Vierer Gebiet voll gemacht. Ich habe ein Vierer Gebiet voll gemacht, das war 20 das. Punkte. Das sind 20 Punkte, genau, da bin ich bei 37. Und mit der 2. Das gibt 10 für die 4 und nochmal 10 für den Rundenbonus. Genau. Mit der 2 platziere ich die 4 Schafe und kriege nochmal 4 Punkte. Ich platziere mit der 5 mein Forschungsplättchen und bekomme dafür 16 Punkte. Das Gebiet, ne? Weil das Gebiet voll ist und weil ich 3 habe. Und mit der 1 platziere ich jetzt mal Schweine in meine Landwirtschaft und bekomme nochmal 2. Dann bin ich auch schon. Muss ich dir das doch noch erklären, wie neue Tiere entstehen? Ja, genau. Ich habe Kühe, Schweine und jetzt kriege ich dann Schweine, Kühe im Weltall. Okay, so. Nächste Runde. So, halt jetzt zu Beginn der Runde wird alles, was noch ausliegt, entfernt hier. Die Waren auch, die oder? Waren bleiben liegen, aber die Sechseckplättchen. Genau, bis auf Grau und Blau. Ja, die kannst du liegen lassen, weil, genau. weil die gleich sind. Aber eigentlich würden die auch entfernt. Ja. Grün kurz auch. Hier kommt jetzt in Durchgang B ein Grauer drauf. Das ist die Sonderregel. Du brauchst dafür hinten noch. Oben noch. Das ist immer so ein Spiel, wo alle dann gemeinsam sich irgendwie haken. Mach mal schwarz in die Mitte, bitte. Das ist schon da hinten. Ich brauche hier noch einen grauen und einen grünen. Hellgrün? Ja. Bei dir ist auch noch euer Hellgrün, das war glaube ich durch. Ne? Gut, dann beginnt jetzt der zweite Durchgang. Sind die orangenen Wochen. Ja, schon wieder. So, das wahre Plättchen kommt auf die 3. Okay. Wenn du jetzt leer räumst, kriegst du beide, wenn du Platz dafür hast. Ne? Genau. So, dann habe ich eine 3 und eine 5. Das ist ja grandios. Mit der 3. Achso, ich habe am Ende des Durchgangs noch einen Silberling bekommen, bitte. Ja, bitte. Denn ich hatte ja eine Mine. Ist. Ja, mit. Ich wollte was anderes machen. Ah. Was ist das? Shit. Tja. So, Technologieplättchen kann ich wieder noch erklären. Ja. 4 pro Kirche, 4 pro Bank. Und dann gibt es noch den. Wenn du ein Warenplättchen verkaufst, kriegst du im Grunde genommen, oder Warenplättchen verkaufst, kriegst du nicht nur ein Silber, sondern auch einen Arbeiter dazu. Ja. Sklaven. Großartig. In Burgund ja ganz bekannt. Das muss ich eigentlich. Das ist. Ja, ich spiele es jetzt erstmal so. Mit der 3 nehme ich mir das Schiff. Genau, Dankeschön. So. Mit der 5 platziere ich das Rathaus. So, dann ich mit dem Rathaus kann ich dann das Schiff platzieren. So, das heißt, ich gehe hier wieder einen vor, kriege von der 3 die beiden Plättchen. Vielen herzlichen Dank, Volker. Ich kann das Spiel gar nicht gewinnen, ich spiele zu schnell. Ja, genau, das würde es sein. Ja. Also ich möchte mir mit der 5 den holen und mit der 3 hole ich mir hier die Schafe.
So, das macht meinen Zug schon mal kaputt. Nur zu scharf haben für deine Weide? Nein, ich konnte mit 3, hätte ich das nehmen können, um es mit 6 zu legen. Und jetzt stehe ich da und kann mit nichts was anfangen, also kaufe ich die 6 und die 3. Vorbereiten. Ich bin so in den ersten 2 Runden eines Durchgangs, sammelt man eher so. Ja, aber ich hätte es genau schon fertig haben können, deswegen war das weiter, mein oder? Zug. So, muss man langsam Schiffe machen, mein Zug. Kommt auf die 6. Ich spiele doch nie um die Reihenfolge mit. Ach so. Paschgewürfelt, du ich glaube ich schon. Das ist in dem Fall genauso tragisch wie alles andere. So. Wenn ich damit mich auch nicht viel machen kann, so ist das. Das ist das. Entschuldigung. Jo, schade auch. Dann wird das nichts. So, auf den 3 liegt jetzt nichts mehr, ne? Das habt ihr gut gemacht. Was ist das? Was ist das? Eine Reihe, ne? Mhm. Wenn du das nimmst, darfst du dir ein beliebiges Platzierer, wenn ich das platziere. Ja, genau, wenn du platzierst, darfst du aus, von dem äußeren Ring ein beliebiges anderes Gebäude nehmen. Und mit Städten bin ich erstmal durch. Hier sind irgendwie auf, am anderen Ufer. Und die da sind noch welche. Okay, ich mache die. Ja, ich mache eine 3 zu einer 2 mit einem Arbeiter und nehme mir das Plättchen für den Warenverkauf. Die Technologie? Ja, die Technologie für den Warenverkauf. Genau. Und platziere, ja, ich weiß, platziere das mit der 3. So. Also ich werde auf jeden Fall mit der 1 den hier platzieren. Der gibt mir dann 3, das ist ein Einer und wir sind also 9 Punkte. So, und mit der 4, nehme ich mir die beiden Schafe noch. Wird da wohl eine Schafsweide. Okay. Ich nehme mir mit der 6 eine Mine und platziere sie gleich mit der 1. 9 Punkte. Und gehe auf die 34. Schon bin ich ganz hinten. Für eine kurze Zeit. Dafür bist du in der Spielreihenfolge unangefochten. Ja, ganz toll. Das ist ganz toll. So. Dann haben wir mal wieder ein Warenplättchen auf der 6. Das ist schon Mist. Muss mal warm verkaufen. Ja. Ja. 3 und 5. Ja. Spielen wir mal, was das Spiel uns gerade anbietet. Ja. So, ich mache aus der 3 mit einem Arbeiter eine 2 und nehme den Schuppen da, das Lagerhaus. Genau, so. Und dann mache ich mit aus der 5 eine 6 mit dem Arbeiter und platziere das. So, dann darf ich eine beliebige Warensorte verkaufen. Da liegt sowieso nichts Vernünftiges. Das heißt, es ist egal, was ich verkaufe, dann verkaufe ich die beiden hier. Mhm. Dann kriegst du 6 Punkte. Warte mal, das ist schlau. Das ist 6 Punkte, 6 Punkte, ein Arbeiter und ein Silber. Ich habe ja die Technologie. Darf man beide eine Technologie? Ja. Das ist Leiharbeit. So, Volker.
Ja, ich möchte mit der 4 die 3 Schafe platzieren. Jetzt habe ich also 7 Schafe auf der Nicht Weide und Waren krieg verkaufen. 7 Punkte. Nein, das ist Personalgewinnung, mit Sklaven dabei zu tun. Und bringt mir nichts. Ich möchte mit der 6 und einem Arbeiter als 5 diese Ware verkaufen, kriege 3 Punkte und ein Silber, damit ich mit diesem Silber zusammen kaufe ich mir dann nochmal Schafe. Ja, das Jetzt muss ich es auch durchziehen. klar. Ich nehme mir für die 1 mal ein Schiff. Krass. Und setze dieses Lagerhaus auf die 5. Und jetzt kann ich eine beliebige Ware verkaufen. Ich verkaufe die rote, das heißt, ich bekomme dafür 3 Punkte. 3 Punkte und ein Silber. Und habe fertig. Dann wirken wir wieder. So, mal ein Plättchen auf die 4. Ja. So. Auf Laufen. Da ist das. Da Das bin mit dem ich Würfeln ist bei dem Spiel fertig. manchmal echt doof. Das ist eine Bank. Ja, das ist tatsächlich eine Bank. Okay, wie gesagt, ich spiele heute, was das Spiel mir anbietet. Nehme deshalb mit der 5 die Bank, platziere sie mit der 2, bekomme dafür 2 Geld. Möchtest du sie oder willst du sie gleich Ja, ich will sie ausgeben? gleich ausgeben. Und Sonst zwar. legst du dir da gleich hin. Und zwar müsste ich mir. Der Wachturm würde sich bald anbieten. Ja, eigentlich müsste ich mir einen Wachturm kaufen, aber so Baracken sind natürlich auch nicht schlecht, Ja, ne? stimmt. Wir spielen noch eine Runde, Genau. ne? Dann nehme ich jetzt mal. Verkaufen. Hier kann ich auch mit der Zahl, ne? Ja, genau. Okay, dann nehme ich mir jetzt mal. Ja, ach, die Baracken, da kann ich gleich vielleicht noch was Dann musst du die 2 Silber auch bezahlen. hinkommen. Ja. Okay. So, ich kann mir eh nichts nehmen, denn ich muss jetzt was platzieren. Kann aber auch nichts platzieren. Das heißt, erstmal muss ich mir Würfel aufgeben. Würfel aufgeben Zwei für eine Arbeiter Arbeit, oder für kriegst du zwei, mehr? nee, zwei Arbeiter. Schön. Ja, das ist egal. Dann gebe ich den aus, und dann kann ich den mit einem Arbeiter dazu machen und dann habe ich 10 Schafe und kriege 10 Zehn. Punkte. Das ist diese Landwirtschaftstaktik macht eigentlich sonst jemand anderes in Ja. unserer Runde. Ja. Also macht ihr Zöpfe. Und sie spielt ja nicht mit. Ja. Ich nehme die 6 und platziere jetzt auch mal kühl. Dafür kriege ich jetzt 8 Punkte. Ich habe insgesamt 6 Kühe, Also also. erstmal kriegst du 6 Punkte Ja, für bitte die 6 Kühe. Punkte für die Kühe. Ne? Lass mich jetzt uns alle verwirren. Entschuldige, 6 Punkte für die Ja, Kühe, die stellen 8. wir jetzt erstmal, die 6 Punkte für die Kühe. Nicht, Dann dass wir hier bin ich durcheinander bei kommen. 43. So, und dann kriegst du die 8 Punkte plus eine 3er sind 6, also kriegst du nochmal 14 Punkte. Nochmal 14 bin ich bei 57. 57. So. Ja, wir haben uns vorher gefragt, wozu sind diese 100er und 200er Punkte-Chips hier, aber wir schaffen das. Also ich nicht, aber die beiden. Dann habe ich noch eine 4, kann nichts platzieren und nehme mir doch hier so ein komisches Gebäude. So, Fertig. und schon geht's weiter. Rasend schnell. Noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Auf die 2, bitte. Ey, das ist doch wohl nicht wahr. So. Ich habe, glaube ich, nur die Nummern hier drum mich rumliegen, die ich nicht Okay. brauchen kann. Das ist unglaublich. So. Ja, das ist natürlich spannend.
Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Das haben wir, da kann ich noch was anderes. Da ist auch noch ein Wachturm. Halleluja. Okay, 6 minus 1 sind 5 und dann kann ich die Baracken für dann 4 Arbeiter platzieren. So. Wenn mal nichts hilft. Und dann habe ich hier noch ein 4. Auf der 4 liegt nur noch ein Schiff. Ein Schiff, ein Schiff. Ich will aber lieber Waren verkaufen. Für 6 Punkte und ein Gold, Entschuldigung, kein Gold, ein Silber, das Da ist er Silber, noch. ich habe da Silber, genau. Und das Silber gebe ich jetzt tatsächlich aus für den Turm, der in der Mitte liegt. Dankeschön, da kommt der hier hin. Ist fertig, ne? Ja, geht so. Ja, ich bin bei mir jetzt. Räumt dann gleich schon mal auf. Ich hole mir für den hier zwei Arbeiter, die ich gleich verballere, um aus der 3 eine 1 zu machen. Und dann kriege ich erstmal für 12 Schafe Stark. 12 Punkte. 82. So, und dann habe ich ein Vierergebiet, das sind 10 plus 8, dann habe ich nochmal 18. Bin ich schon bei 100 schon. Dann bist du doch schon durch. Ich bin schon durch. Ich bin durch, Alter. Durch. Gut, ich verkaufe meine 5 gegen freundliche Mitarbeiter. Ich gebe einen aus, der ist 2 wert, die sind gut. Daraus mache ich eine 3 und kann ein Schiff hier hinsetzen. Das heißt, ich bekomme für einen Einer bin ich bei 9 Punkten. 66. Und Genau. Dann hast du dann. einer, das war das andere Gebiet. Jetzt hast du ein Schiff platziert, das heißt, du darfst einen von den Dingern Nämlich das leerräumen. hier. Und du gehst nach vorne, was mir gar nicht passt. So. So, dann sind wir mit dem Durchgang durch. Räumen hier alles wieder ab. Die grüne Burg kannst du liegen lassen. Das Genau, das Schiff. Schiff auch. Da kommt jetzt wieder ein Grüner hin. Jetzt kommt da wieder ein Grüner hin, genau. Ich mache erstmal hier den Kram. Der kommt dann dahin und der dahin. So, und dann Schwarze. Ich sehe die gelben nicht. Da hinten bei Jörg. Ja. Haben wir da auch noch einen? Das war's, ne? Der hier, war der eben schon da? Ja, ne? Nee, dann habe ich den. Achso, das Ich habe kann jetzt keinen sein. gelben gelegt, dann haben wir den wahrscheinlich gerade vergessen zu Ja. entfernen. Gut, du bekommst zwei Ich bekomme Silber. 2 Silber, genau, wenn meine nehmen, bekommst du 1 Silber. Eine. Kommen Jörg ist weiter Startspieler, Jetzt mal dann. das Startspiel, können wir alle wieder würfeln. Uns ärgern, 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 das ist richtig. Ich kann direkt nochmal die Technologien erläutern. Also bei der 11. Eins. Ja. Also hier kannst du bei Minen, Burgen und Wissensplättchen so tun, als wäre dein Würfel ein automatischer Arbeiter. Minus, plus 1, minus 1. Also mal platzieren, ne? Dann habe ich hier den in der Mitte, das ist die 12. Da darfst du beim Nehmen deiner Sechseckplättchen die Würfel, also dann darfst du beim Nehmen der Sechseckplättchen Würfel plus minus 1 machen, das ist der. Hier gibt es 4 pro Arbeiterbaracke.
Und hier gibt es 4 pro Rathaus und das war's schon. Okay. Wäre ja das letzte Mal. Das hatte ich leider gewürfelt, was da liegt. Ne? Okay. Ja, schade. Das ist, wie gesagt, weiterspielen, was das Spiel anbietet. Mit der 2 nehme ich mir das Schloss. Nee, das Oder Schloss. Das, nicht das, ach, das war das Rathaus. Das Schloss, das ich dann mit der 6 gleich auch noch platzieren kann. Dafür bekomme ich dann 7 Punkte. Und dann kann ich hier. Achso, dann habe ich eine Würfelzahl, ne, bei der Wahl. Das heißt. Ach, weiß ja. Ich platziere den Turm. Das hast du erstmal 4 Punkte für den Turm. 4 Punkte für den Turm, genau. Und dann hast du ein Fünfergebiet Folge. Das sind 15 plus 6 sind 21. 21. Boah. So. Die werden jetzt sofort, also in dem Fall der Turm wird jetzt sofort gewählt. Ja. Dann müssen wir uns nur merken, dass die dann schon durch sind. Nee, das gibt es am Ende nochmal drauf. Achso, man bekommt das dann doppelt. Also weil hier einmal steht bei Platzieren genau, und genau. Das der... ist Technologie. Ach, du, stimmt. Du kriegst ja auch für die Waren. Alles klar, du das kriegst ja doppelt. Ja. Nicht schlecht. Dann bist du die 4 hast du dir genommen, was du für den Turm generell kriegst. Das hört ja, habe ich gerade gestellt. So, dann bin ich dran. Ja, stimmt. Ich habe ja das Glück. Für 2 Silber hole ich mir die Mine. Und für den 5er Würfel hole ich mir eine Mine. Mann! Die Strategie der Mine ist gar nicht so verkehrt. Ich war hier fast durch. Ich spiel heute mal ohne Mine, glaube ich. So, wenn ich jetzt das Gebäude setze, dann dürfte ich mir einen braunen... Ein beliebiges Gebäude vom Feld außerhalb nehmen. Also nicht von der Mitte, genau. Aber von einem der äußeren. Eins bis ja, zwei. Aber auch also, nur eben in, ja, genau. Also ein neues Gebäude. Ja. Ja, genau. Ein neues braunes Gebäude. Weil dann setze ich das quasi hier auf die 2. Und darf mir ein neues Gebäude aussuchen. Es gibt gar nicht so die schöne Auswahl. Ja, du bist auch noch dran. Leider bin ich auch noch dran. Ja, das ist nicht schön, dass wir das nicht sind abstellen die, können. Sind die eigentlich zwischendurch hinterher sortiert? Wir müssen die nachher wieder sortiert einpacken. Ich nehme mir mal das hier, damit wir schneller aufbauen können. Dann bin ich fertig. Genau, dann können Sie hier schon mal sortieren. Während ich nehme mir mit der 6 die 4 Hühner. Dann mit der 1 platziere ich das Schiff hier hin. Gehe einen nach vorne und räume das Feld leer. Und dann kann ich mir noch was kaufen. Dann kaufe ich mir das Rathaus. Jo, dann sind wir schon in der nächsten Runde. Es geht auf die 5. Das war nicht das, was ich wollte. Man kommt von der 6 nicht auf eine 1, ne? Mit den Würfeln. Doch klar, mit dem plus 1 kannst du kannst auch über die ganze gehen. Okay. Tja. Jetzt mal gucken, was es sich grundsätzlich anbietet. Kirche. Rathaus und Schluss. Ja. Okay, erstmal nehme ich wieder mit der 6 an. Rathaus.
Und mit der 3 nehme ich mir ein Schiff. Ein Schiff bitte von der 3. Von der 3. Dankeschön. Also ich möchte mit der 4 die Hühner kaufen. Ja, Tiere-Taktik ist ganz gut, wenn man so ein Spielplan hat. Ja, bot sich jetzt an. Ja. Dann nehme ich die 5 und einen Arbeiter zur 6, um das Rathaus hier zu platzieren. Und dann darf ich damit ein beliebiges Plättchen platzieren, ne? Ja. Dann platziere ich hier, schalte ich mir frei, die Hühner hier hin, kriege einmal 4 Punkte. Und wir können wieder weitermachen. Ich bin noch dran. So, aber ist noch dran. So, du bist doch der Dingens. Der Dingens. Der Dingens, der muss auch noch hier. Ich setze und kriege 4 Arbeiter. Mit der 6. Bin ein... Hast du gesetzt, ne? So, das heißt, mit der 6 hast du besetzt. Ja, ich kann. Ja. Ich habe ein Zweierfeld abgeschlossen. Dafür bekomme ich 3 Punkte und 9 Punkte. Und damit bin ich bei 75. So. Jetzt habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe auch viel Pulver jetzt schon verschossen, ne? Wieso? Weiß ich nicht. Jetzt muss ich sehr große Gebiete voll machen. Naja, Dreier. Ich mache aus der 1 eine 6 und nehme mir noch das hier. Da, die sind nie da. So, fertig. So, das wahre Plättchen auf die 3. Das liegt schon da. Okay, mit der Was ist das? 4 Punkte für was? Die Technologie in der 2? Also 4 Punkte für jede Baracke. Für Arbeiterbaracken. Ich glaube, die heißen Wohnhäuser, nicht Baracken. Ja, Entschuldigung, Wohnhäuser. Nachdem wir schon aus den Edeldamen Kurtisanen gemacht haben, wir sind da schon ziemlich abfällig. Ich mache folgendes, ich mache aus der 1, aus der 2 eine 1. Dann bekomme ich das. So, oder nehmen wir das. Das platziere ich mit der 5. Ja, das platziere ich. Okay. So. Tja. Mit 2 das. Und die 6 ist leer. Ja, das ist echt blöd. Die 6 nutze ich, um diese eine Ware zu verkaufen für 3 Punkte. Und ein Silber. Und Silber. Kleinvieh macht auch Mist. Ist wieder weg, weil du Angst hast. Ja, zack, zack, zack. Ich setze 2 Arbeiter ein, daraus mache ich die 4, daraus mache ich eine 3 und kann. Die plus 2 bei deinen Arbeitern? Ja. Oh. Ich brauche ja die Zahlen hier. Damit schließe ich grau sowohl hier ab als auch insgesamt. Also erstmal da, du hast ein Zweierfeld, das sind 3 plus 6 sind 9. 9 bin ich bei 84, danke. So, und dann kriegst du das große Plättchen, das können wir auch sofort werten, und kriegst du nochmal 96. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Hast du mir gut weggekauft. Ja. Okay. Bin ja für klein so. Unterwegs. Kommen wir da gefahren. Geht schon weiter. So. Das sind eure Plättchen auf die 4. Ich verteile das immer sehr schön, finde ich. Genau. So, dann habe ich eine 2 und eine 6. Nicht das, was ich wollte. Weil das relativ egal ist. Ja.
liegt ja noch rum. Das liegt noch rum. Das liegt noch rum. Und da liegt so gut wie nichts mehr. Das. Ja, egal. So, dann mache ich aus der 2 eine 3 mit einem Arbeiter und kann dann dieses. Oder mache ich das da? Ja, irgendwann muss ich es da ja hin tun. Platziere das Rathaus und bekomme dafür schon mal grandiose 7 Punkte mit 81. Und dann kann ich ein Plättchen platzieren und platziere das Schiff. Und zwar dahin. Und das heißt, ich darf mir ein Warenplättchen aus, ein Haufenplättchen aussuchen. Und gehe hier übrigens vor. Ne? Mhm. So, kriege ich die da. Okay. Ich nehme mit der 1 das Schiff und mit der 6 nehme ich mir 2 frische Arbeiter. Jetzt musst du sie da raus. Ja. Gut, dann nehme ich mir mit der 4 ein Schiff. Ich nehme meine Arbeiter, die machen daraus eine 1 und ich setze das Schiff gleich auf die 1. Das bedeutet, ich bekomme das. Und 7 Punkte. Ein und 7 Punkte, ne? Und 7 Punkte, genau. Okay. Ja, dann. Letzte Runde des Durchgangs. So. Gut, dass ich die 1 gerade leer gemacht habe. Da komme ich das nächste Plättchen wieder hin. So, jetzt hätte ich eigentlich gerne Pasch gehabt. Habe ich aber nicht. Das ist nicht schön. Und gerade war da noch ein Schiff. Was? Keiner hat ein Schiff gekriegt. Freunde der Nacht, so geht das nicht. Auf der 1 liegt nichts mehr und auf der 5 liegen nur noch. Liegt nur noch Brüt. Machen wir es so rum. Ich nehme mir mit der 5 dieses Plättchen und platziere es mit der 1 und dann hier hin. Du bist. Dann gehe ich hin und sage. Okay, machen wir es erstmal so. Ich mache aus der 3 eine 2 und platziere meine Burg. Das heißt, dafür bekomme ich jetzt nochmal 7 Punkte. Ein 100er Anzeiger. Oh yeah! Jetzt hast du auch einen Gratiswürfel sozusagen, ne? Jetzt darf ich einen Gratiswürfel benutzen, genau. Und jetzt muss ich gerade gucken, leider kann ich die ganzen braunen mit einer 5 dann nicht setzen. Einen blauen kriege ich nicht. Dann würde ich sagen, ich nehme mir mit dem Bonus den und nehme mir. Mit der 5 kann ich dann ja eigentlich nur den hier nehmen. Genau. So, und ich.
reduziere mit der 5 ein Schiff und nehme mir völlig egal. Und mit der 4 platziere ich das Rathaus. Und mit dem Rathaus platziere ich die Hühner. Dann kriege ich erstmal 7 Punkte für die Hühner. Dann habe ich ein Zweiergebiet voll gemacht, das sind nochmal 9 Punkte. Und dann bin ich der Erste, der grün fordert, dann kriege ich nochmal 6 Punkte. Das macht es auch schon. Ja. Okay. So, ganz zur Runde um. Genau, die Schiffe und die hättest du liegen lassen können. Du kriegst 2 Silber. Die Schiffe hättest du liegen lassen können, die sind alle gleich, aber egal. Ich bin 3. Das war ein schwarzes Schwert, das war jetzt schwarz. Okay. Und schwarz abgeräumt. Ach, du hast mir Silber schon gegeben, ja, das hätte ich gerade vergessen. Verdammt. Sind wir jetzt wieder in der Runde grün oder jetzt sind grau wir wieder, oder? Grau, ne? Das ist D, genau. Wir brauchen noch ein hellgrün und ein grau. Also ein Tiergrün und ein grau. Okay. Ich hätte gerne noch einen hellen und gelben. Brauchen wir hier noch? Hier auch noch. Wir brauchen noch ein bisschen blau. Das ist nicht hier. Das war's. Das war's alles. Ja. Genau. Ja, dann geht's hier weiter. So, wahre Plättchen auf die 2. Machst du wirklich gut mit dem Verteilen? Ja, ne? Hat wirklich keiner was von. Ja, ich selber war auch nicht. Okay. Gucken wir es mal übrigens, wenn ich gleich dran bin. Hm. Den Grabscher dazu gegriffen das hab. Ist. Ah, man kriegt aus einer Mine raus nicht nur ein Silber, sondern auch noch. Du kannst auch noch frische Minenarbeiter züchten. Ja, das ist total toll, weil das hilft mir ja gar nichts, denn ich habe ja gar keine. Das ist ein pro verkauftes Warenplättchen. Ja. Das ist dann wieder beim Legen oder Platzieren, weiß nicht mehr. Beim Platzieren kannst du wie ein Gratis-Joker 4 pro Markt. Ja. Ja, schön. Aber das ist so scheiße. Das macht so keinen Spaß. Ich glaube, es ein bisschen länger dauert. Nee, aber doch, wahrscheinlich schon. Also, ja, okay. Mit der 5 eine Mine, mit der 4 platziert, gibt mir 5 Punkte. Das ist ja auch Stellen, da komme ich nicht hin. Jo. Da. So, dann bin ich dran. Ja. Thank you.
glaube, ich grapsche erstmal. Ich nehme den und den. Und dann kann ich mir noch was kaufen für 2 Silberlinge. Hier eine Schreinerei oder eine Kirche. Die Kirche ist nicht so spannend für mich. Schreinerei. So. Oh, du kommst genau pünktlich. Ja. Oh. Wir haben dir das mehr gekauft. Jetzt kommst du. Ja, dann weiß ich ja schon gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich nehme die 2 und setze etwas, was ich nicht kenne. Dafür darf ich mir aber irgendeinen blauen nehmen. Oder einen blauen. Oder grün, genau. Dann nehme ich mir den blauen. Ich gebe 2 Silber aus und nehme mir noch einen blauen. Und ich nutze eine 4 und setze ein Schiff in See. Darf ich noch was leer räumen? Und darf etwas leer räumen, was mir leider gar nichts bringt. Ja, das unfreies Feld. Kannst du uns auch wegnehmen. Vielen Dank für den Hinweis. Dann nehme ich natürlich den. Wieso nimmst du mir was weg? Ich nehme dir nichts weg. Du hast schon so viele, dass du den noch gar nicht brauchst. Genau. Was für ein Spaß. Oh, Quatsch. Das war ein Plättchen 5. So. 3, 4. Okay, mit der 4 kaufe ich das Schiff, mit der 3, aus der ich eine 4 mache, platziere ich das Schiff. Dann gehst du erst mal einen vor, darfst du eine Ware aufmachen. Oh, die Ware ist die Reise, natürlich. Und dann hast du ein Dreiergebiet voll gemacht. Dann habe ich ein Dreiergebiet voll gemacht. Das sind dann 10 Punkte. 10 Punkte. Dann bin ich immer noch nicht überhaupt. So, dann. Jetzt muss ich überlegen. Ich nehme die 3, um mir noch was für die Nautik zu holen. Nutze die 1 und lege das mal hier rein. Das heißt wieder, ich auf ein Feld nach vorne und jetzt nehme ich eins, was ich leider gar nicht brauche. Nee, kurz. Ja, kannst du keins nehmen, genau. Dann kann ich sogar keins nehmen, dann lasse ich es liegen. Genau. Dann würde ich, na du, das ist das nett, dass er an mich denkt. Ja, ja. Gut, dass du so viele Mitarbeitende hast. Ja, so ein Pasch. Ich mache aus der 5 mit einem meiner freiwilligen Mitarbeiter Schlossarbeiter. Ich baue dann hier ein Schloss hin. Dafür gibt es dann 5 Punkte. Und ich habe einen freien Würfel und mit dem freien Würfel. Ja. Mit dem freien Würfel platziere ich die Schreinerei. Dafür kriege ich dann 3 plus 4 sind 7 Punkte und darf mir einen in einer Farbe nehmen. Ich glaube, dann nehme ich mir die Arbeiterbaracken und mit der zweiten 5 ich glaube nicht viel machen. Doch, mit der zweiten 5 verkaufe ich meine Ware, kriege 3 Punkte und einen Silberling und dann kann ich mir mit 2 Silberlingen eine Schreinerei kaufen. Okay. Yay, um Himmels Willen. Ich glaube, das war jetzt klar. Das andere Spiel wollte ich nicht immer Pasch vor, ne? Auf die 2. So, 1 und 6.
Das ist nicht gut. Das ist nicht das, was ich wollte. Dann nochmal. Ich weiß nicht, ob meine Entscheidung, Schiffe und Technologien zu vernachlässigen, langfristig doch doof ist, aber bei dieser Karte ist zumindest Technologien echt schwierig. Und Schiffe habt ihr euch so drauf gestürzt jetzt? Ja, ich ja nicht. Also ja genau, jetzt zum Schluss hat sich das ein bisschen angeboten. Das. Nicht schön. Wenn man ein paar Schatten müsste, man den dann viermal nutzen können, den Wert. Oder zumindest dreimal. Ja. Das habe ich hier grün oder gelb? Gelb, ne? Das gelbliche Grün. Gelbliche Grün. Ja, ich wollte was völlig anderes machen. Aber das geht jetzt gar nicht. Ja, nicht. Gerade Analyse, Paralyse, tut mir leid, geht gleich weiter, hoffentlich. Ja, gut. Ich mache aus der gar keine Pläne machen. Ja. Und nehme die kann ich mal. Ich verkaufe mit der 1. Verkaufe ich dieses Warenkonglomerat, das sind 3. Drei Waren. So 9 Punkte. 9 Punkte. So. Dann bekomme ich, weil ich die Technologie habe, dafür einen Arbeiter und ein Geld. So ein Denkfehler, das ist auch schön. Okay. Dann habe ich hier noch die 6. Weil ich tue das. Ja, ich quatsch mal auf die Schreide für mich. Du bist fertig. Ja, bitte. Ja. Schon fertig. Ja, tut mir leid. Ich weiß schon, was ich mache. Ich lasse mir jetzt noch ein bisschen Zeit. Wartet. Oh. Hau rein. Ich nehme mit einem 4 eine 4. Ich lege die auf die 4. Und damit darf ich mir noch ein weiteres braunes nehmen. Und ich entscheide mich spontan für dieses. Fertig. Jetzt bin ich überrascht, dass all das, was ich machen wollte, nur übrig ist. Ja, guck mal. Dann überlege ich lange. Ich habe vergessen, was ich machen wollte, weil du so lange überlegt. Ja, Entschuldigung, das war in dem Zug. Mit der 2 platziere ich die Schreinerei. Das sich reimt, ist gut. Ja.
So, und dafür nehme ich mir die Bank, die ich mit der 4 platziere und kriege 2 Silber, die ich nicht brauche, denn dafür nehme ich mir die Kirche. Sehr gut. Dann. Ja, super, 1er Pasch, ich bin begeistert. Und das Fettchen kommt auf die 1. Ich habe 3 Einsen gewürfelt. Ich finde, dafür habe ich. Kleiner Applaus, 10 Applaus. Ja, 10 Applaus. Super. Okay. Okay, das ist großer Mist. Aber dann hole ich mir mit der 1 das Plättchen und mit der anderen 1 darf ich das Plättchen auf der 2 platzieren, weil ich diese Technologie habe. Dann bist du schon durch. Ja, sicher. Okay, jetzt bin ich. Ich habe mich wieder darauf besonnen, dass ich spielen wollte, was das Spiel sagt. Und vor allem, was ich immer merke bei dem Spiel, das ist Verkaufen nicht vergessen. Ne? Man hat dann die Bahn gesammelt und. Ja, ich habe mal verkauft, aber irgendwie hatte ich da jetzt... Über andere gucken, der muss ja noch 3 Würfel verkaufen ausgeben. Ja. Oder ja, ich hatte eine falsche Idee, ich dachte, ich kriege hier durch ein Geld mehr. Oder irgendwie. Das war nicht gut. Ja, ich komme leider immer nicht so richtig an meine Zahlen. So ganz clever war das Ganze nicht. Wenn ich jetzt ein Schiff setze, komme ich da nicht. Ich mache jetzt einfach irgendwas. Ich baue das Rathaus. Dadurch kann ich jetzt beliebig einen setzen, der Hauptsache angeschlossen ist. Genau. Dann setze ich den da hin. Dann habe ich noch eine 5. Ja. Was Schreiderei, das, wenn du. Genau. Ja, das kommt für mich. Also, das heißt, ich würde gleich. Wenn das jetzt noch gebaut kostet, kriegst du gleich. Dann bekommst du gleich 3 Geld und 3 Arbeiter. Ja, davon gehe ich doch mal aus. Das habe ich mir für die 5 geholt. Okay. So, ich habe jetzt noch nichts übrigens dabei. Was? Ich platziere erstmal mit der 3 meine letzte Mine. Dann kriege ich 5 Punkte. Und nochmal 3 Punkte. 2, 3 für das kleine Plättchen. So. Und dann habe ich eine 6. Und mit der 6 hole ich mir den Wachturm. Auf die 3. Ja, toll, ich habe eine 4 und eine 6. Könnte ich jetzt die 2 Dreien auch gegen den einen austauschen, sondern ich muss es frei haben. Ich würfel die ganze Zeit gefühlt, entweder brauche ich die Zahlen ganz dringend oder ich würfel dran vorbei. Ja. Okay. Ja. Das ist ein Siegpunkt pro was? Verkaufte Ware. Für dich nicht schlecht. Ein Siegpunkt pro verkaufte Ware. Ja. Okay, also. Ich mache aus der 4. Ja, komm, ich mache aus der 4 eine Verkauft haben dafür, war nicht für die Wahrnehmung. Das weiß ich nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal schon. Was der hatte, hast du so gesagt zumindest. Wie du warst, wenn der mindestens eine Karte verkauft hat. Okay. Ja, aus der 4 mache ich mit dem Arbeiter eine 3. So. Und dann verkaufe ich diese eine Ware.
Du kannst es dir immer. Das gibt mir 3 Punkte. 3 Punkte. Genau. Und du nimmst dir wahrscheinlich dein Silber. Silber und Arbeiter, Gott sei Dank. Ich kriege einen Arbeiter und mit dem Silber kaufe ich mir das hier. Und das Silber war auch weg. Ja. So. Ja, aufpassen wie ein Luchs, ne? Ja. Genau. Das ist... Entschuldigung. Und dann oder nicht? Was? Ja, so mit dem 6er, der ist sowieso eine 5, da kann ich eine 4 draus machen mit dem Arbeiter. Dann kann ich das hier platzieren. Das ist 6er voll. 6er voll. Das sind 21. 25 Punkte. 33. Fast 33. Fast getroffen. Super. Und ich krieg, Entschuldigung, nochmal 6 Punkte für Gelb. Was? Du hast alle gelben Gelb. Alle gelben. Achso, ja. Nochmal 6 Punkte. Gut, ich gebe einen Würfel ab und hole mir 2 Arbeiter. Ich gebe gleich einen Arbeiter ab, um den hier auf die 5 zu setzen. Fertig. Dann sind wir mit der Runde durch. Nee, lass mich bitte auch nochmal. Ja, du. Das ist so ungewohnt, dass du so weit hinten spielst. Ja, irgendwie. Also zumindest war es deine Reihenfolge. Hat sich so ergeben. Ich habe auch schon wieder einen Fehler gemacht. Mit 2 bessere Züge. Ich baue mit der 2 die Arbeiterbaracke. Und dann kriegst du mir mal insgesamt 2 Arbeiter. Denn das sind 3 und den 4. brauche ich sowieso, um aus der 4 eine 3 zu machen und den Wachturm zu platzieren. Und dann lege ich nochmal 4 nach vorne. So, aufräumen. Aufräumen, genau. Du kriegst, ich gebe dir schon mal eine 3 Silber. Dankeschön. Ich bekomme auch 1. Ich habe eins. Du hast 1 und ich bekomme noch 3 Arbeiter. So, letzter Durchgang. Wir brauchen hier noch 2 hellbraune. Ja. Yes. Da habe ich schon einen hingeschmissen, der ist nur nicht grau. Mache ich den zweiten irgendwo. Ja, der haben wir, glaube ich, einen gerade, haben wir gerade Zeit. Ja. Einen grauen. Dann sind wir wieder durch. Okay. Los geht's. So. Toll. 3 Zweier. Kann ich jetzt wirklich nicht mal langsam irgendwas? Soll ich den mal nehmen? Noch 10 Applaus? Ja, noch 10 Applaus, genau. Ja. Das ist nicht schön. Okay. Das übrigens war ein Verkauf 2 Silber. Das ist, wenn du einen Würfel für 2 Arbeiter ausgibst, kriegst du auch noch ein Silber dazu. Da ist 4 pro Lagerhaus und das ist, glaube ich, 4 pro Tierart. Das ist für Leute, die ja so eine Mischwirtschaft machen, glaube ich. Mhm. Ich gucke nochmal nach. Ja. Was heißt das? 4 Punkte pro Tierart in deinem Fürstentum. Egal wo. Egal wo. Ja. Gut, jetzt habe ich habe da ja nicht weitergemacht. Das geht überhaupt nicht. Okay.
markiere den Markt von der 2. Der Markt ist der. Ja. So, dann platziere ich den Markt mit auf der. Ja, hier. Ja. So, mit der 2 kann ich das machen. Und dann bekommt, du hattest alles verkauft, ne? Ja, ich hatte alles verkauft. So, dann kann ich mir für den Markt blau oder Tier, ne? Mhm. Blau oder Tier, dann liebe ich. Dann nehme ich mir das. Dann nehme ich mir die Schweine auf der 3. Schön. Und du bist fertig? Ja, ich auch. Gut, dann nehme ich mir erstmal für 2 Silber die Viecher. Und die setze ich dann auch gleich hier bei der 1 ein. Das heißt, ich habe ein Dreierfeld fertig. Das sind 6 Punkte. Und nochmal 2 als Bonus. Und ich kriege dieses Ding, weil ich habe meine Forschung durch, kriege also nochmal 3 Punkte. Dann nehme ich 2. Du kannst nur einmal pro Runde kaufen. Achso, das ist ja doof. Gleich nächste Runde. Ja, aber jetzt gerade bin ich. Steht da einmal. Ja. Im Flow, ja, stimmt. Ja. Dann nehme ich mir für die 3 das Schiff. So. Ich platziere mit der 1 die Kirche. Dann darf ich mir sowas nehmen. Dann habe ich ein 6er Gebiet voll, das sind 23 insgesamt. 23 sind 79. So, und mit der 6 nehme ich mir das hier. Dann kann ich mir noch was. Das ist ja blöd. Vielleicht nehme ich das auch nicht mit der 6. Ich gucke gerade, aber der Rest kann ich auch nicht nehmen. Und kaufen bringt mir gar nichts. Dann verkaufe ich mit der 6 diese Ware. Kriege noch ein Silber und 3 Punkte. Das ich auch nicht mehr brauchen kann. Weil in der Mitte nur noch Zeugs ist, was ich nicht mehr brauchen kann. Okay. Aber durch, kaufe schon. Ja, 2, 5. Das kommt auf die 6. Das ist da. So. Mit der 5 hole ich mir 2 Arbeiter und mit der 2 gebe ich eine schlauer gestalten. Bitte. Entschuldigung. Was liegt denn da noch rum? Das geht nicht, weil ich da schon einen Markt habe, also kann ich das nicht schlauer gestalten. Also bleibt es dabei. Ich hole mit der 2 einen Arbeiter und was nehmen, 2 und 5 sind mir egal. Und mache aus der 5 eine 4. Nehme mir ein Schiff. Fertig? Ja.
Gut, ich nehme die 2 und die 5, daraus mache ich eine 3 und eine 5 und baue beide Schiffe ins Wasser. Da gehe ich 2 nach vorne, ich nehme einmal das und das andere kann ich wieder mal alles nicht nehmen. Ja. Mhm. Das ist noch ein Viererfeld vorgemacht, ne? Ja. Ein Viererfeld sind 10 plus 2 sind 12. Und so, dann hast du blau voll, ne? Genau, und ich habe blau voll gemacht. 33. Ich habe blau voll gemacht. Das war nämlich. Gut. So, ich mache aus der 2 und der 4 jeweils eine 3, um die beiden Burgen zu platzieren. Das sind jeweils 3 Punkte sind 6 Punkte und nochmal 6 Punkte, weil ich das voll habe, sind 12 Punkte. 94. So. Und dann habe ich 2 Gratis-Aktionen. Und dafür nehme ich mir diesen hier. Nee, diesen hier. Diesen hier. Die Ware geht auf die 1. Jetzt wirklich ein Pasch am Schluss. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was ich eigentlich möchte. Ich gebe 2 Silber aus, nehme mir eine Burg, die ich mit der 3 einfach mal einsetze. Das heißt, ich kriege dafür 1 Punkt, 3 Punkte nach vorne. So. Jetzt kann ich irgendwas machen. Ich nehme für die Burg die 2. Ich kann das ja auch zum Verkaufen nutzen. Das heißt, ich verkaufe das, kriege dafür ein Silber und 9 Punkte. Dann bin ich bei 45. So, dann habe ich noch eine 4. Ich glaube, dass ich meine Felder eh nicht mehr voll kriege. Das sind ja nur 2 Punkte. Dann gebe ich einen aus, dann mache ich daraus die 6 und verkaufe die beiden. Dann bekomme ich nochmal ein Silber und 6 Punkte. Ich habe die Silber, glaube ich, gerade eingesetzt, dann bin ich fertig. Bin ich schon dran? Nee, ich bin dran. Entschuldigung. Ich bin dran. Hätte klappen können. Mit der 4 platziere ich 4 Schweine, bekomme also 4 Punkte. Noch 2 und also 4 Würfel. Das müsste aber dann genau passen, das ist doch Quatsch. Schon mal. Dann kann ich schon mal das Spiel. Egal. Das machen mit einem Foto. Nein, ich schreibe das hier in so ein kleines Memo-Dings. Nehmen wir, ja, ich mach das so. Ich nehme mir tatsächlich von der 6 das Rad raus. So. Okay, ja. Dann darf ich jetzt endlich
Ich möchte mit der. Für die. Haben noch vier Würfel. Ich mache aus der 2 eine 1, das Schiff zu nehmen, und mache daraus eine 3, was schöner aussieht, um das hier zu platzieren. Und sammle noch die Waren ein, bevor es noch gut ist. Die Ware geht auf die 4. Und ich habe natürlich mal so einen richtigen Treffer gelandet. Wobei das eine jetzt gar nicht so schlimm ist. Das heißt, ich hole mir für eine 5 Türmsche. Ich hole mir für 2 Silber die Hühnsche. Und kann eigentlich nur mit der 5 die Hühner setzen und bekomme dafür jetzt nochmal 3 Punkte. Das ist du. Okay, also ich kann mit der 4 das. Guck gar nicht mehr auf den Plan, oder? Ich kann mit der 4 kann ich hier das Rathaus platzieren. So, dadurch kann ich eins platzieren. Da ich für beide Plättchenarten plus minus 1 habe, kann ich mit der 1 hiervon das Schiff platzieren. Ah, das ist doof. Also erstmal 3 Punkte. 3 Punkte. Nochmal 3 sind 6. Genau, 6 Punkte. So. Und ich bekomme noch. Mit der 4 hast du das irgendwie platziert, hast du gesagt, oder? Ja, hier mit dem Rathaus habe ich das platziert. Achso, okay. Genau, musste ja gar nicht dafür den anderen Würfel ausgeben und ich habe damit das. Ja, richtig. Warte mal. Ja, dann nehme ich die beiden. Dann kann ich für das Schiff noch die beiden Waren bekommen, die 3. Genau. So. Da kommen die. Und dann ja, kann ich das Schweinchen noch platzieren. Das kann ich nicht machen, das Schweinchen platzieren. Schweinchen platzieren. So, dann kriege ich nochmal 7 Punkte und 7 Punkte für die Schweine. Und nochmal 5 Punkte für das Zweiergebiet. So. Ja, ich. Den aus, um 2 Arbeiter zu bekommen. Mit einem Arbeiter und der 4 platziere ich das hier. Ja, natürlich ist die Zahl nicht dabei, die ich brauche. Nein, bei mir passt auch nicht. Okay, mit der 6. Also auf die 6. Ja. Grandios. So, dann muss ich das tatsächlich so machen. Dass ich den Würfel aufgebe. Ja, toll, dafür kriege ich Arbeiter. So, dafür kriege ich Arbeiter. Dann setze ich einen Arbeiter ein, um hier aus einer 3 zu machen, um diese Ware zu verkaufen und nochmal 6 Punkte zu kriegen. Ne? Und einen Arbeiter und ein Geld. Und mit dem Geld kaufe ich mir. Das macht keinen Sinn. Was? Was für Geld kriegst du noch Siegpunkte? Und du kannst jetzt nichts mehr platzieren. Ja, sicher. Du hast doch
keine Würfel gerade verbraucht. Du kannst höchstens das Ding kaufen und dir in die Ablage legen. Wie zum Teufel. Du kriegst dafür aber Siegpunkte. Was war denn mein Plan? War ein anderer, aber es ging gar nicht. Ne? Du müsstest ein Gebäude setzen, mit dem du noch ein weiteres Plätzchen legen kannst. Ich ja nicht. Es gibt ja auch keins mehr. Musst du das ausgeben, um das zu machen? Dann kriegte ich Geld. Geld ist Quatsch. Jetzt habe ich. Ja, ich habe ja auch keine Aktion mehr, ne? Ja, genau. Das ist, was ich meine. Das Geld jetzt auszugeben, würde dir 20 Punkte kosten. Ja. Irgendwie hatte ich was anderes gedacht. Egal. Heute ist gut, alles gut. Dann bin ich dran. Ich gebe meine beiden Arbeiter aus. Ich mache den einen Würfel zu einer 3 und den anderen zu einer 1. Das heißt, ich verkaufe eine Ware und gehe 3 Felder vor. Und ich kann ein Silber und bin fertig. Ja, ich kann nur noch meine letzten Waren verkaufen. In der 3 und der 5 habe ich zumindest gut gewürfelt. Das heißt, ich bekomme 9 Punkte, 2 Silber. Ja, guck mal. Und genau. Jetzt ist das Ende der Durchgang. Das heißt, wir kriegen noch einmal unser Silber. Okay. Das heißt, du kriegst 3 Silber, Jörg. Und habe ich schon. Du musst auch noch Arbeiter. Dann kriege ich auch noch 3 Arbeiter. So, gucke ich noch mal ganz kurz rein, dass ich nichts vergesse. So, also wir bekommen für jedes nicht verkaufte eigene Warenplätten haben wir nicht einen Siegpunkt. Für jeden eigenen Silberling einen Siegpunkt. Dann gehe ich mal 4 Felder vor. 3 bitte. 1, 2, 3. So, für jeweils 2 eigene Arbeiterchips einen Siegpunkt, habe ich nur einen. Einen vor, bitte. Ich gehe auch einen vor. So, und jetzt zählen noch die gelben Flättchen. Ich bekomme nichts. Also ich bekomme 4 pro unterschiedliche Tierart. 4, 8, 12. Dann bin ich bei 74. Das war der. Dafür kriege ich nichts. Hier kriege ich 4 für dieses Gebäude. Davon habe ich aber nur 1. Also nochmal 4. Dann bin ich bei 78. Dann bekomme ich 2 für diese, also 6. So, 6 sind 84. Ja. Dafür kriege ich nichts. So, und jetzt kriege ich 3 pro unterschiedliche, die ich verkauft habe. Ich habe 1, 2, 3, 4, 6. Für unterschiedliche Farben? Ja, also 15. 15, das ist eine Menge. 99. Okay. Was? Ich bin nicht bei 200. Reise draus. Ich glaube, das macht, wird macht einen typischen Nein, ich habe da noch was. Diesmal nicht. Aber ich bekomme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 durch dieses Plättchen. 12? 83. Genau. So. Dann bekomme ich 4 pro Wachturm. Da habe ich aber, glaube ich, nur einen geschafft. 2, 3, 4. Dann bekomme ich 4 pro Rathaus. Das sind nochmal 12 Punkte. Sind 99. Und jetzt komm, irgendwo kriegst du noch einen Punkt. Nein, wahrscheinlich nicht. Puh. Hä? Puh? Ja, also so weit weg bist du dann gar nicht mehr. Das ist richtig. Ich hatte am Anfang am Schluss in der letzten Runde keine Punkte mehr gemacht. Ich habe beim Empfehlen, ich wollte schon drücken, ich hätte mir das kaufen müssen, um es hier noch hinzulegen, weil ich dachte, ach, 2 Punkte bringt ja nichts, aber das wäre ein 5er-Feld gewesen und hätte mir 15 Punkte gebracht. Okay, das wäre jetzt echt eng geworden. Ja, aber dann hätte ich hier nicht verkaufen können, das heißt, ich hätte hier die 3 Punkte nicht gekriegt, ich hätte hier die 3 Punkte, also wir können es drehen und wenn wir wollen, ich habe gewonnen und bei euch geht eigentlich, wer die wenigsten, die meisten freien Plättchen haben. Bei Gleichstand. Bitte was? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Das heißt, du bist sogar letzter. Wie, ich war am fleißigsten und werde dafür noch gestraft? Weil du hast mit so arbeiten. Ich habe auch 8 frei. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr, weil ich am Anfang so viel gebaut habe. Ist egal. Ich habe gewonnen und genieße das jetzt. Ja, ich fuck ja. Also, so.